Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kartenchaos bei Hearthstone. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und wir schauen mal so, worum es diese Woche hier geht. Wir haben bestimmt wieder eine neue Zufallsmission. Das kennen wir ja schon. Okay, es klingt nach einem Stein. Ja, okay, der Herausforderungsstein. Ja, super. Der Kampf um den Herausforderungsstein wird eure Deckbaukünste auf die ultimative Probe stellen. Na, klasse. Ihr dürft nur Zauber mit geraden Kosten und Diener mit ungeraden Angriff verwenden. Erstellt ein Deck und kämpft um den Stein. Das kennen wir ja. Kommt mir ja bekannt vor. Klingt jetzt eigentlich hier relativ nach, Zauber mit geraden Kosten hat der Jäger ziemlich viele von, ne? Oder Priester. Priester hat er auch noch ein paar von. Diener mit ungeradem Angriff? Och, naja. Wie viel kosten denn die ganzen Zauber? Muss ich mal gerade überlegen. Jäger natürlich die ganzen Geheimnisse. Das ist natürlich relativ pippe. Ja, wir schauen mal, was der nette Diener hier hat. Was für nette Diener der hat. Okay. Zufällig mit Freundin Diener dabei, fügt dem Feind. Ja, okay. Ja, genau, das ist auch schon mal gut, dass der dabei ist. Und der, na super. Guck mal, es ist ja genial hier. Fügt allen Dienern einen Schaden zu, naja, gut. Der Priester Nimmersatt kommt auf jeden Fall. Die Lichtbombe brauchen wir, das Ding brauchen wir auch. Und entdeckt einen, der mindestens 8 kostet, nur Diener dabei. Ja, gut, das ist natürlich schon relativ heftig. Mit 2 oder weniger Angriff. Ich glaube, das brauche ich. Das werde ich nur. Ah! Das wollte ich gar nicht. Wo ist er denn? Schattenwort Schrecken. Das werde ich nur einmal brauchen, glaube ich. Was könnte man stattdessen nochmal nehmen? Göttlicher Wille nehmen wir lieber in Gold. Befreundeten Diener zum Schweigen zieht eine Karte. Das können wir doch mal machen, falls da mal irgendjemand uns was Böses will. Ja, verbotene Schöpfung. Für alle Fälle mal drin haben. Und dann gucken wir mal, was wir so bei den Dienern noch haben. Was man da noch nehmen könnte. Da gibt es doch ein paar nette bestimmt, oder? Ich bin jetzt gerade mal am Gucken. Eine junge Braumeister. Habe ich denn hier irgendwie irgendwas mit Kampfschrei? Ja, bestimmt, ne? Ja, eigentlich nur den. Sonst habe ich noch. Sonst habe ich nicht. Achso, bräuchte aber irgendwas noch, was den anderen Leuten mehr Leben gibt vielleicht. Oder so mehr Angriff oder sowas. Meisterschwertschmied. Ja gut. Na gut, komm, nehmen wir den mal. Achso, und natürlich so ein paar mit Spott werden ganz geil. Da habe ich nämlich auch noch nicht so viel. Gottesschild verlieren. Okay. Auf 2 Raptoren herbei. Morose. Okay. Nicht so wichtig. Gebt eurem Gegner 2 Bananen. Ja. Da gibt es doch bestimmt noch was anderes Schönes. Gibt es doch bestimmt noch was anderes Schönes. Und zwar, jedes Mal plus 2 Angriff, wenn der Schaden erleidet. Oh, das ist natürlich ganz cool. Den Nachtheuler nehmen wir natürlich mit rein. Und zwar gleich doppelt. Und die violette Ausbilderin, ja, warum nicht? Ja, ach ja, genau. Und hier, den holen wir 2-mal mit rein. Den brauche ich nämlich. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Hier hinten irgendwie sowas. Guck mal, Gruul. Atiersch an den Hohlstab des Wächters. Könnte man auch noch nehmen, netten Herren. Ja, wir haben jetzt ein relativ teures Deck. Ich nehme noch mal ein bisschen was Günstiges mit rein. Muss ich mal gucken, was wir da noch haben. So irgendwas für 2 Mana oder so. Verstohlenheit, hier in 3 Einsamen, mutierter Wolken mit Verstohlenheit. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Und deckt einen Drachen, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Ach, oder wir nehmen so einen. Oder wir nehmen so einen Schleim. So. Ist jetzt ein bisschen bunt durchgewürfeltes Deck. Ich kann jetzt nicht dafür garantieren, dass das gut wird. Will ich auch gar nicht. Wenn ich das garantieren müsste, dann säße ich nicht hier. Ich werde da immer so meine anderen Problemchen noch haben wahrscheinlich. Und ein paar Sachen werden funktionieren, ein paar Sachen werden nicht funktionieren. Mit etwas Glück gewinnen wir natürlich. Dann können wir direkt wieder ins Solo-Abenteuer reingehen. Mit etwas Pech verlieren wir. Könnte jetzt übrigens sein, dass das vorerst gerade mal, also dass nächste Woche wieder keine Folge kommt. Ihr habt ja sicher auch gemerkt, gegen Maiev, okay. Sicher auch gemerkt, dass nächste Woche, Quatsch.
Niemand entrinnt meinem Zorn. Das Licht wird den Sieg bringen. Ja, okay, das ist auch in Ordnung. Sicher gemerkt, dass er die letzten Wochen wieder, also dass er kein Oblivion gekommen ist, obwohl das ja eigentlich so schön lief und ich auch Spaß bei hatte und es eigentlich gerade ganz gut voranging. Ah ja, den hätte ich eigentlich auch mitnehmen können, den Prinz Malchizar. Das wäre natürlich gar nicht so verkehrt gewesen. Ist jemand verletzt? Jo. Seid gegrüßt. Jo, jedenfalls liegt das unter anderem daran, dass ich halt jetzt wegen Japan noch relativ viel vorbereiten musste, dass ich noch einiges, ja, packen musste, meine Wohnung hier ein bisschen auflösen und ich muss sehen, dass ich irgendwie vielleicht nochmal ein paar Folgen jetzt aufgenommen kriege. Ich kann es aber nicht versprechen. Jo, wir trommeln so ein bisschen. Ja, super, geht da schon gleich wieder los hier. Ja, klasse. Mhm, dann kommt er durch und dann wird er angegriffen und dann ist tot. Ja, war klar. War ja zu erwarten. Irgendwie zu erwarten. Wie auch. Wie sollte es nicht anders sein? Kann ich da nicht viel machen jetzt? Den Nachtheuler, den werde ich nächste Runde mal schön aufs Feld schicken. Dann kann der schon mal so ein bisschen loslegen. Schon mal so ein bisschen prügeln. Schauen wir mal. So, ach, sehr schön. Den haben wir auch noch. So, noch kann ich den hier raushauen. Ich bin der Alpha-Wolf. Der Alpha-Wolf, jo. Und dann nächste Runde hauen wir einen mit Spott raus oder so. Dann hauen wir nächste Runde den Schildmeister. Und der kann dann irgendwelche Angriffe abfangen, die dann kommen. Kommen könnten. Und dann ist er zumindest ein bisschen geschützt schon mal. Hm, jetzt bin ich mal gespannt. Hm. 5 Mana hat er zumindest noch nicht. Das heißt, er kann mir noch nicht irgendwas auf den Hals setzen hier, was hier komplett alles kaputt macht. Die Lichtbombe, ey, die ist auch richtig krass. Was? Eine gefälschte Münze? Oh. Ja, klar. Na klar. Wieso auch nicht? Klar, ist ja klar. So, oh, guck mal, den könnte ich auch rausspielen, aber den hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ich bin der Alpha-Wolf. So, dann kommt er halt nochmal, der komische Wolf. Mann, ätzend. Bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Also, hat auf jeden Fall einige. Wo hat der überhaupt diese komische Münze her? Gefälschte Münze. Hm. Tja, verstehe ich auch nicht ganz. Naja. Okay, und jetzt macht er nochmal 2 Schaden. Na klar. Das ist natürlich ganz frech. Ha, so gut wie erledigt. Ah, na klar, war ja irgendwie klar, ne? Ja, war ja irgendwie klar, dass er das so kaputt macht. So ein ätzender Vogel hier. Na gut, ich kann das auch. Hier, tschüss. Tschüss, Kumpane da drüben. Mann, ey, macht der meine ganzen Leute kaputt? Was soll denn das hier? Wird ja ätzend. Ist ja ätzend. Naja, gut. Zumindest hat er ein bisschen Schaden gekriegt und der Nachtheuler. Ja. Alle Realitäten, alle Dimensionen stehen hier offen. Ist klar. Du mich auch. Du mich auch, Vogel, ey. Ach so. Das Scheiße, ey. Ja. Dann machen wir das mal so. Er kann ihn ja zumindest nicht heilen, das ist schon mal ganz schön. Zumindest etwas Tolles. Wenn wir auch nicht viel davon haben, aber zumindest könnten wir ihn dann irgendwann mit der Lichtbombe umbringen. Na klar. Das ist natürlich ganz fies gespielt. Das ist natürlich echt frech gespielt. Oh. Miese Kiste, ganz miese Kiste, muss ich mal so sagen. Okay. Super. Und jetzt kriege ich den mit Kampfschrei. Ja, ganz, ganz, ganz toll. Na gut, kann ich ja trotzdem machen. Machen wir so. So, machen wir so. Wollt ihr ewig leben? So. Ist der ein bisschen stärker. Zumindest der kleine Schleim. Sterben tut er trotzdem wahrscheinlich. Gehe ich mal fest von aus eigentlich. Am großen Turnier gewinnt man und verstirbt.
Ja, wenn euer Diener mehr kostet, kann die Karte so auf die Hand. Oh, das ist natürlich ganz gut. Okay. Warum macht der sowas denn? Na ja, gut. Lichtbombe? Wäre an der Zeit für die Lichtbombe. Schon wieder. Natürlich, Kelthusat. Ah, klar. Kelthusat. Das reicht aber. Ewig leben. Na gut. Den wollte ich jetzt nicht unbedingt wieder haben. Super! Kelthusat hat er aufgedeckt. Und dann kriegt er natürlich seinen blöden Typen wieder auf die Hand zurück. Das ist natürlich ätzend. Nicht so geil. Am großen Turnier gewinnt man ohne Stern. Ja, super. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja, ganz, ganz toll. Muss ich mal echt sagen hier. Ganz, ganz klasse gelaufen. Naja, gut. Vielleicht überleben wir noch ein bisschen. Au, ich bin der Alpha. Ich habe keine Zeit für Spiele. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass jetzt sowas kommt. Tja. Jetzt wird schwierig. Jetzt können wir eigentlich schon aufgeben, weil das kriegen wir nicht mehr rumgerissen. Dann machen wir lieber eine neue Runde. Ihr habt mich besiegt. Das schaffen wir nicht mehr. Dafür habe ich leider nicht mehr Karten. Tja, was könnte man in dem Deck jetzt bearbeiten? Was könnte man da verändern? Tja. Ja, weiß ich eigentlich auch gerade nicht, was ich da... Achso, ich könnte noch ein bisschen mehr auf... Ich könnte die hier nochmal reinpacken, ne? Und stattdessen dann... Den hier auf jeden Fall raushauen. Weil so viele Diener werde ich nicht kriegen. So viele Diener werde ich nicht haben, die Zeit über. Deswegen nehmen wir das mal so. Machen wir das so. Ist zwar ein bisschen teurer wieder, aber mein Gott. Wir hatten halt auch gerade ein bisschen doofe Karten, muss man echt sagen. Die Karten waren jetzt gerade nicht so wahnsinnig toll. Anduin gegen Jaina. Ja. Jaina wird es natürlich nochmal besonders lustig. Sowas ist auch wieder klasse. Dann haben wir hier die violette Ausbilderin, aber natürlich kein Zauber auf Hand, ne? Aber was soll's. Machen wir so. Ist ja alles gut. Ist ja alles Grüße. Schaut auf die Legionen. Natürlich auch Prinz Malchisa. Warum habe ich den nicht... Den hätte ich mir jetzt echt mal im Steck holen sollen, den Typen. Wäre vielleicht mal ganz pfiffig gewesen. Dann hätten wir tatsächlich auch noch mal ein paar mehr Kreaturen. Okay, das ist schon mal schön. Nächste Runde kann ich immer noch nichts machen. Ach, das ist ja blöd, ey. Das ist total doof. Ja, Mütchen, komm. Gut, machen wir das mal so. Wir machen das hier so hin und her. Hui! Einmal geheilt. Sehr schön. Ist ja schon mal was. So, nächste Runde kann ich mir dann aussuchen, wen ich raushole. Zwei Spinnen sind da gekommen. Okay. Okay. Dann hole ich den Typen nochmal raus. Ich bin der Alpha. Und gucke mal, ob er diese Runde noch überlebt. Theoretisch? Naja. Also rein praktisch wird er wahrscheinlich nicht überleben. Ich gehe nicht von aus. Oh, doch, er überlebt noch. Oh, das ist ja geil. Aber den Typen da drüben kriegen wir natürlich nicht kaputt. Auf die Art und Weise, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wie könnte ich den denn da kaputt hauen? Leider überhaupt nicht so wirklich. Leider überhaupt nicht wirklich. Ach, das ist ja echt blöd. Scheiße. Ist das doof, ey. Wollt ihr ewig leben? So, ja. Mehr können wir nicht machen jetzt. Ich könnte ihn angreifen, aber will ich nicht. Das will ich ja jetzt auch nicht machen. Okay, haben wir ihn zumindest ein bisschen stärker gemacht. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Abwarten ist eigentlich keine gute Alternative, aber ich kann nicht wirklich irgendwas Sinnvolles machen. Was macht der?
Ruft jedes Mal zwei Murlocs aus, wenn dieser Diener angreift und vernichtet. Okay. Okay. So, kann er irgendwas Tolles hier machen? Nö, natürlich nicht. Dann greife ich den an. Ist jemand verletzt? Dann wird der geheilt. Okay. Und dann könnte ich theoretisch noch einen von den Typen hier vernichten. Aber das will ich mir eigentlich noch aufheben. Hier sind ja nur so ein paar kleine, billige Spinnen. Das ist jetzt... Oder? Moment, er könnte den natürlich dadurch töten. Das ging natürlich nicht so gut. Dann machen wir die doch mal kaputt. Ist vielleicht besser. Ist vielleicht besser, ne? Lustig ist natürlich, dass jetzt da drüben so ein blöder Mörler kommt. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ach, okay, er macht das so. Ja, dann... Dann ist das da hier jetzt egal. War jetzt irgendwie unklug. Aber gut, von mir aus... Von mir aus oder das so machen? Habe ich ja auch kein Problem mit. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. So, ich denke, es ist Zeit für Imperator Taurisan. Ich habe so viele Karten auf der Hand, da kann ich mal ein bisschen was günstiger machen, oder? Wäre doch mal ganz nett. Ach, Verwüster. Ja, gut. Ja, gut. Und noch eine Hausspinne. Jetzt kommen die hier mit ihren ganzen Spinnen. Hä? Macht der echt den Typen nicht kaputt? Warum macht er den Imperator nicht kaputt? Was soll das denn? Also, das finde ich jetzt ja komisch. Das finde ich jetzt ja echt komisch. Soll ich ihn heilen oder soll ich was anderes machen? Ich könnte... Was könnte ich denn noch machen? Befreundeten Diener zum Schweigen bringen. Wenn wir einen Zauber wirken. Aber ich will ja im Moment keinen Zauber wirken. Na, das mit dem zum Schweigen bringen ist ja eigentlich sogar echt doof. Die Karte sollte ich eigentlich rausnehmen. Ja. Bin ich jetzt ehrlich gesagt gerade überfragt, was ich jetzt hier am besten machen soll damit. Die haben alle drei Leben, das ist ja auch total bekloppt. Aufgepasst. Ja, wir heilen die mal. Anders kann ich gerade so nicht machen, ne? Schnell entscheiden. Machen wir erstmal so. Einmal ein bisschen geheilt. Und einmal die Sachen günstiger gemacht. Ah, okay. Jetzt kommt ein Schiefchen. Das war klar. Heute Abend die Geschichte einer schrecklichen Tragödie. Geht hinter mir in Deckung. Eines zufälligen Dieners in eurem Decker bei. Okay. Ja, mach mal. Mach mal. Will er nicht? Warum will er das denn nicht machen hier? Ja, das ist jetzt nämlich durchaus natürlich jetzt nicht so geil für den Herrn hier. Wir machen das mal so. Und machen das so. Tschüss! Bereit zu lernen. Ja. Bisschen geheilt. Bisschen geheilt. So, dann geht's uns doch gleich viel besser. Das ist doch schön, ne? Das ist doch Shay. Bin ich mal gespannt, was jetzt gleich kommt. Mhm. Okay, was mache ich mit dem Vogel da? Chromagus. Na, ich muss, glaube ich, die Lichtbombe dafür opfern. Anders. Geht frage mich, es ob nicht. Okay, und dann hole ich die hier und mach das so. So, und wenn ich will, kann ich die ja dann nächste Runde zum Schweigen bringen. Falls ich es muss. Ich muss es ja nicht unbedingt tun. Verleiht am Ende an und zufügen vorhin den Diener plus 3 Angriff. Oh, das ist natürlich nett. Und dann noch sowas, okay. Nach dem, ja gut, das ist nett. Das ist doch nett.
So, dann machen wir das. Das ist jetzt aber doch doof. Wartet mal. Achso, das machen wir so. Machen wir den kaputt. Das ist jetzt natürlich doof. Ja, mal sehen, was zuerst passiert. Okay, erst verliere ich Leben. Ja, gut. Also, aber ist ja egal. Oh, das ist natürlich jetzt cool. Aber will ich jetzt gerade nicht machen. Ich will lieber das machen. Und diese Runde geht an euch. Ey, ich wollte noch meinen. Ich wollte nur Leute heilen. Oh. Hätte doch noch gewinnen können da drüben. Na gut, nee, wahrscheinlich nicht. So, so viele Diener, die günstig waren, aber immer noch nicht ausgespielt. Also in unserer Quest hier geht es noch nicht so wirklich voran. Aber kling kling, zumindest haben wir wieder eine neue Kartenpackung erhalten. Oh, mit zwei seltenen Karten zumindest drin. Priesterin von Lino und Dunkeleisenzwerg. Was haben wir hier? Die Magierin von Kirintor. Oh, die finde ich gut. Und Gegenzauber. Oh, auch gut. Na Mensch, da sind da sogar zwei brauchbare Karten drin. Das ist ja schick. Ja, aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Was könnte ich denn noch machen? Freunde den Diener zum Schweigen bringen. Wenn wir einen Zauber wirken, aber ich will ja im Moment keinen Zauber wirken. Na, das mit dem zum Schweigen bringen ist ja eigentlich sogar echt doof. Die Karte sollte ich eigentlich rausnehmen. Ja.